sicher. Und nun Lukas Podolski. Aguero. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Und genau das macht einen zentralen Stürmer aus. Den Ball annehmen, behaupten und dann sehen, wen kann ich bedienen. Und nun Adrian Ramos. Gerrard. Ja, und dieser Steven Gerrard. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gerne. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Bällchen ist noch heiß. Sie dürfen nur einwerfen. Ein Eckball wäre Ihnen natürlich lieber gewesen. Hazard. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Schürrle. Und nun Adrian Ramos. Und auch an seinem Geburtstag spielt er heute. Sanchez. Schürrle. Auf der Außenbahn, Lukas Podolski. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Bender. Luis Gustavo. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Lajikowski bewegt den Ball. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Und nun Adrian Ramos. Und jetzt! Oh, das war haarscharf! Di Maria. Aubameyang. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Luis Gustavo. Sanchez. Und nun Lukas Podolski. Parade des Torwarts. Da war ordentlich Kavum dahinter. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Hazard. Das Tor! Ein unglaubliches Tor. Da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Schürrle. Sanchez. Steven Gerrard am Ball. Hazard. Das müssen wir nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Aguero. Aubameyang. Und nun Adrian Ramos. Aubameyang.
Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Und nun Adrian Ramos. Achtung, lässt! Die Kugel trifft zuerst den Torwart und findet dann den Weg ins Netz. Also wer hier von einem ausgeglichenen Match ausgegangen ist, der hat sich wahrlich getäuscht. Die haben ja gerade nicht nur getroffen, sondern überhaupt viel häufiger aufs Tor geschossen. Ja, sie lassen einfach viel zu viele Abschlüsse zu. Ist doch klar, dass es irgendwann klingelt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Tja, da muss er den Ball zum Torhüter zurückspielen. Das war ein toller Schuss aus der Distanz. Da muss man ja kein Fan sein, um das anzuerkennen. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Schürrle. Ein Versuch der Balleroberung. Es ist knapp, es ist Spannung drin und es sind schon drei Tore gefallen. Zur Pause 2:1. Ja, das ist natürlich... Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Hazard. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Oh! Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder offen. Ein wirkliches großes Tor. Ein Tor zum Zungenschnalzen. Aber der Pass, Manni, der war Zucker. Sensationell. Hier kannst du überhaupt nichts voraussagen heute. Ausgleich. War schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Das gibt schon wieder Eckball. Sie machen noch mal Druck. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Sanchez. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Schlecht angenommen, der Ball ist dahin. Aubameyang! Tor! Er ist drin! Sie gehen in Führung. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super Kopfball. Aguero. Sanchez. Gutes, schnelles Passspiel. Und nun Adrian Ramos. Touré. Und nun Adrian Ramos. Aguero. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen.
Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Touré. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Lojikowski bewegt den Ball. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Hazard. Und nun Adrian Ramos. Aguero. Di Maria. Aguero. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und nun Adrian Ramos. Di Maria. Aguero. Hazard. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Für dieses Foul sieht er gelb. Ja, da standen sie ganz dicht vor dem Ausgleichstor. Hazard. Und nun Adrian Ramos. Touré. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Luis Gustavo. Blažikowski. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sage Ihnen, da geht noch was in diesem Spiel. Kann er sich den Ball holen? Blažikowski. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Touré. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Sanchez. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Schürrle. Achtung! Ganz souverän gehalten vom Keeper. Schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Di Maria. Ja, was ist mit dem los? Irgendwie kommen heute seine Pässe nicht an. Ein paar Minuten noch. Der Eckball wird auf jeden Fall noch ausgeführt.